Und ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und neue Jahreszeit in House Moon Magic Melody. Mein Name ist Chrissy und wir starten in den ersten Winter des zweiten Jahres. Ja, es ist nicht der erste Winter, den wir hatten, ich weiß. Wir haben am 7. Hühnerfest. Müssen wir dran denken, dass die Hühner drin sind. Und es ist Schneemorgen angekündigt. Wunderschön. Nein, eigentlich nicht. Gut. Wir haben einiges jedenfalls vor. Die Gießkanne. Die brauchen wir garantiert nicht mehr. Für den Moment. Dafür nehmen wir den Hammer aber mit. Noch irgendwas? Nein. Oh lala, was ist los? Leider? Du verlässt das Dorf? Wie jetzt? Wie, wo, was, hä? Hä? Natürlich bin ich nett zu dir. Gute Reise. Okay. Wahrscheinlich passiert das immer im Winter. Gehe ich mal davon aus. Ich glaube, im letzten Winter hatten wir noch nicht den Fall gehabt. Ich sehe Henry. Auf der Karte. Ich muss an meinen Karottenvorrat. Denn es gibt einiges zu tun. Als erstes gucken wir mal kurz nach den Hühnern. Vorteil natürlich im Winter. Das gesamte Unkraut ist endlich fort. Nachteil im Winter. Du kannst nichts anbauen. Und ich werde jetzt einfach alles zu Mayonnaise verarbeiten. Ach, meine lieben Hühner. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Abschied ist schwer, aber es geht auch immer wieder weiter. Übrigens, wenn diese Folge rauskam oder rauskommt, gab es zuletzt ein Stream von GTA Roleplay auf Twitch, den ihr verpasst habt. Der wird einige Tage später auf YouTube auch erscheinen. Da geht es dann wahrscheinlich auch um Abschied. Wer das nicht verpassen möchte, schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei oder lässt einfach ein Abo da. Ich versuche aktuell die letzten Streams relativ zeitnah irgendwie noch zu bringen. Aber aktuell ist es schwierig mit der Zeit. Habe ich jetzt alle hochgehoben? Dich hatte ich. Und dich hätte ich auch, ja. Ich bekomme Alzheimer. Aber besser so, als wenn ein Huhn keine Liebe bekommen würde. Das verstehe ich auch nicht. Warum haben die da so ganz kurzes Gras? Und wir, werde ich gleich zeigen, wir haben einfach gar nichts mehr. Alles fort. Alles fort. Alles muss ich neu sehen.
Jahr für Jahr. Moin. Moin. Zum Glück habe ich in der letzten Folge noch mal bis spät in die Nacht gesetzt. Damit haben wir jetzt auch ja nur 222 Futter für die Tiere. Also Heu. Und das durch 8 Mäuler geteilt. Ja, gut. Ist nicht viel. Wir haben Verbrauch innerhalb von 10 Tagen von 80. Also 160 in 20 Tagen und wir haben ja bekanntlich 30 Tage. Ja, wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig. Wir hätten 240 gebraucht für den gesamten Winter. Heißt, ich muss Ende Winter wieder Futter einkaufen gehen. Obwohl ich so viel gesenzt habe jetzt zuletzt. Es reicht nicht aus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir im nächsten Jahr eine bessere Sense haben, damit wir noch mehr sensen können. Viel entspannter sensen können. Abwarten, was noch bringt. Ich habe jetzt nicht gesehen, was das für eine Milch war. Egal. So. Hier haben wir eine gute. So, was waren denn die anderen? Naja. Noch eine gute, eine normale. Und noch eine gute. Die normale nehmen wir mal mit. Wir können ja daraus noch was zubereiten. Zuvor werden wir aber noch mal kurz einmal Henry Hallo sagen. Wenn die Tiere aktuell nicht rauskommen, tue ich hier mal die öffnen. Tag. Ja, die Landschaft ist schön. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Wieder schön. Alles nur für die Noten. So, klopf, klopf, jemand da? Mein lieber Tai, mach mir mal bitte. Ach, wir können auch direkt auf Gold, okay. Ne, machen wir als erstes mal die Sense auf Gold. Danke dir. Zwei Tage waren das, glaube ich, jetzt, oder? Gut. Gucken wir mal kurz, wie es oben aussieht. Unten ist wieder Theodor. Hier oben. Ja. Felder liegen brach. Hier können wir sowieso nichts machen, weil das nicht unser Grundstück ist.
Hallo, Fyodor. Guten Morgen. Ja. Ich spreche mit sehr vielen Leuten. Hallo, meine liebe Liz. Habt ihr was für den Winter? Nein? Na gut. Hatte ich mir irgendwie fast gedacht. Gut. Unten ist doch Jamie. Ja, ho. Das ist deine Meinung, Jamie. Du grenzt dich selbst aus. So. Der Baum muss noch theoretisch später weichen. Moinsen. Ich nehme das Übliche. Duke. Ist zufällig Quenda? Ja, hinten in der Küche. Ah, super, du bist der Beste. Hallo, Quen. Ja, das stimme ich dir zu, Quen, dass das ziemlich schnell geht. Nein. Quen, ich hab noch was für dich. Ja. Ich bereue es nicht, Quen. Die Väter ist nicht mehr da. Ich hoffe, ich habe jetzt eigentlich alles richtig gemacht. Ich hoffe es. Gibt es irgendwas Neues hier? Hey, Michael. Kühlschrank L. Eine richtige Kommode hast du nicht, ne? Gut, dann mache ich mich ab. Ich hoffe jetzt mal, dass ich alles richtig gemacht habe. Wir haben noch so früh am Morgen. Ich bin so aufgeregt. Hat das jetzt geklappt? Oder habe ich jetzt Scheiße gebaut? Da steht nichts dran. Was sagt meine Aufzeichnung?
Was sagen denn jetzt meine Aufzeichnung? 8 Herzen. Mindestens 8 Herzen zu gewinnen. Wo die ein Doppelbett kaufen? Haupthaus auf Level 3? Mindestens 30 Noten. Ja, das haben wir. Und die blaue Feder. Und die blaue Feder. So, 4, 6, 8. Wir haben 8 Herzen. Es dürfte doch jetzt geklappt haben, oder? Alter, ich bin so unsicher. Und unversichert. Unversichert, unsicher. Oh. Also ich mit Mädels zerbreche mir immer nur den Kopf. Ob das gut geht, keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, ich meine es ernst. Hello? Tachche. Ja, aber warum willst du an einem zugefrorenen See angeln? Oder willst du doch in die Seehöhle? Wir. Welcome back. Macht überhaupt keinen Spaß. Aber ich muss wieder einige Sachen austesten, die ich aufgeschrieben habe. Ja, wir sind Level 8 und wahrscheinlich kommen wir auf Level 10 jetzt. Nee, 14. Okay, krass. Gut, erstmal wollen wir mal kurz hier ein bisschen hier gucken. Da haben wir so eine Wurz. Was bringen die eigentlich zum Essen? Die ist bitter. Das ist aber schon mal gut. Das sorgt dafür, dass die Müdigkeit weggeht. Wollen wir hier ein paar Proben entnehmen? Nee. Wie sieht's mit dem Hammer aus? Ja, ich weiß, wir sollen eher hier. Oh, Heilmagie. Und ein Topar. Amarit. Noch ein Topar. Gut, gehen wir mal ein Stück weiter runter. Gut, tun wir hier noch mal kurz. Haben wir noch mal ein bisschen Geld. Was ich ja auch aktuell spekuliere, dass wir hier einfach noch ein bisschen Geld finden. Aber so viel Glück werden wir auch nicht immer haben. Noch ein Emerald. Level 30. Hier sind viele. Ne, das sind Saphire. Saphir. Ne, das sind keine Emerald, das ist Amethyst. Tut mir leid. Das war auch ein Saphir, okay.
Nein, ich will den Hammer. Level 30 Saphire, okay. Es geht tiefer. 40. Hier will ich noch mal ein paar Proben entnehmen. Aber hier unten ist, glaube ich, gar nichts. Doch, Geld. Aber nur 5. Und von den Edelsteinen? Oh, nee, das ist gut. Speedgas. Rubies. Also Rubine. Also ich bin auf jeden Fall nicht hier zum Geld farmen. Das steht jetzt schon mal fest. 46. Wir gehen noch mal ein bisschen tiefer. Aquamarin. Nein. Ist in der Richtung nichts. Dann haben wir einen Rubin. Amethyst. Mondstein brauchen wir nicht. Saphir, ja, egal. Ja. 50, gut. Jetzt haben wir relativ wenig Energie. Wir können relativ wenig machen, weil ich ja zuvor hier schon alles voll gebufft habe. Aber das macht nichts aus. Wir haben noch genügend Tage im Winter. Daher dürfte es für heute genügen. Gehen wir noch mal kurz oben hin. Hallo. Das hier hatte ich noch nicht gehabt. So. Hier ist nichts Besonderes. Ach ja. Ich kann aber hier ein paar Sachen verkaufen. Bringt auf jeden Fall Judas Geld. Natürlich eine Tasche voll mit Diamanten bringt natürlich mehr. Aber Rubine bringen dafür auch schon einiges. Ich glaube, bei dem nächsten Tag können wir uns dann entsprechend um noch ein weiteres Grundstück kümmern. Ernsthaft, wir haben schon Mitternacht? Nein, nicht schon wieder. Fällt die auch komplett
Ach. Eigentlich wäre es klug, im Winter die ganzen Felder hier zu machen, oder beziehungsweise die ganzen Felder um die Bäume zu machen, weil da am wenigsten Unkraut ist. Aber ob das dann bis dahin hält, ist die andere Sache. Für morgen schon mal equippen. Wir müssen dann morgen wieder die Tiere versorgen. Gut, ja, Quiggle, du hast den Herbst versagt. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, sage Jim mit Wire Chris Happy und sage gute Nacht. Ich glaube, da habe ich was vergessen gehabt. Upsi. Es gibt ja noch eine Hochzeit. Leila ist noch da. Ja, ich will. Siehst du wunderschön in ihrem Kleid aus. Nun, das ist doch wenigstens noch mal ein extra Abschluss für diese Folge. Die Note der Hochzeit. Hallo, meine geliebte Gwen. Guten Morgen. Liebling dürfte ausreichen. Tschüss. Jetzt aber nochmal German Wire Crispy, haut rein. Ciao.